Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks, zum Replay-Mittwoch. In der ersten Runde sehen wir einen Panzer, den ich ja auch schon in einen Riesenhaufen Scheiße aus Stahl gezeigt habe. Gespielt von Mikroraptor, den TVP VTU, der tschechische Medium auf Tier 8, der Standard-Medium. Und das Teil ist wirklich eine kleine Katastrophe. Man muss aber ein paar Sachen beachten. Dann kann man die Leistungsfähigkeit ein bisschen verbessern. Man muss den mit dem Stockturm spielen, auch wenn das Sichtweite einbüßt. Und dazu spielt er hier den Panzer mit der 8.8 VZ41N Kanone. Grundsätzlich kommt das Fahrzeug nicht mit wirklich grandiosen Durchschlagswerten daher. 194 Pen hier auf der AP bei dieser 8.8er. 240 der Alpha, die Fluggeschwindigkeiten von 1020 Metern pro Sekunde sind ganz gut. Premium ist eine APCR, 1125 Meter pro Sekunde und eine wahnwitzige Durchschlagsleistung, die, also da bleibt einem das Essen im Hals stecken, 237. Wenn wir überlegen, dass es Fahrzeuge auf Tier 8 gibt, dass die das als Standard-Pen haben, gut, vielleicht nicht im Medium-Bereich, aber ihr seht, worauf ich hinaus will. Wenn du damit gegen 10er antreten willst, dann gute Nacht, Marie. Die Top Gun übrigens mit 188 Pen und 235 Pen mit 320er Alpha. Also das ist einfach, wie man es dreht und wendet. Es ist einfach eine Kanone oder die Kanonen sind einfach scheiße. Reload 7,3 Sekunden. DPM 1972 mit dieser Kanone, Genauigkeit 0,37, Einzielzeit 2 Sekunden, Softstats soweit in Ordnung. 50er Topspeed, möchte man erstmal denken, das ist ganz nett, ist es auch, kann er auch auf harten und mittleren Böden halten, Leistungsgewicht 21,74, das Fahrzeug fühlt sich trotzdem so ein bisschen irgendwie, na, einfach fett an, er ist fett, das ist für ein Medium einfach ein fetter Panzer. 8K Gun Depression mit diesem Turm und der Kanone, das ist ganz nett. 370 Meter Sichtweite. Und wenn wir uns die Panzerung anschauen, es ist traurig. Also, du kannst nichts bouncen. Nichts. Einfach gar nichts. Das, also, ich weiß nicht. Könnte auch ein 6er Medium sein mit einer anderen Kanone. Ha, haben wir ja! Moment! Gibt es ja! Was für eine Überraschung! Gut, er lädt jetzt hier die Premium und versucht von hier oben den Skoda T56 ein bisschen abzufahren. Ja, der kriegt jetzt einen Schuss rein, aber zieht sich da wieder hinter den Stein zurück. Kommt der nochmal mit seinem Arsch ausgejuckelt oder so. Der AT hier fährt jetzt schon mal weiter auf der Bergstraße. Er hat da jetzt aber auch keine Lust, irgendwie alleine da vorzufahren, weil wie gesagt, du kannst mit dem im Grunde nicht traden. Oh, jetzt, na. Du musst echt recht defensiv in dem Teil spielen. 240er Alpha auf der 8.8er ist natürlich auch ein Alpha, den auf Tier 8 kaum noch jemand juckt. Das habe ich ja, habe ich das letztens erst gesagt oder war das im Livestream? Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe irgendwann mal gesagt, das ist ja auch nichts Unbekanntes, 240er Alpha auf Tier 8 war früher im Medium-Bereich mal Standard. Ja, dann gab es die Russen, die T-44 mit der 100er, 250 Alpha. Dann gab es die Briten, die hatten halt 230er Alpha und der Rest dümpelte irgendwie so dazwischen. Vielleicht mal noch ein paar Ausreißer, aber im Grunde war das der Standard. Was haben wir mittlerweile? Wir haben einen Haufen Mediums, die mit 280er Alpha rumfahren, was ja noch harmlos ist. Oder dann aber mit 320er Alpha oder 390er Alpha oder also irgendwie Alpha, der eigentlich im Heavy-Bereich liegt. Und mittlerweile ist eigentlich ein Medium-Panzer mit einem 240er Alpha auf Tier 8, muss man fast schon sagen, der ist scheiße, wenn er nicht andere Werte mitbringt, so wie zum Beispiel der Kampfpanzer 07, der noch weniger Alpha hat, aber einfach ansonsten halt ein krasses Fahrzeug ist und auch mit einer guten Feuerrate daherkommt. Aber mit 240er Alpha traden, das, ja, was willst du sagen, da brauchst du, also, brauchst du gar nicht anfangen. So, er wird hier gespottet, da steht ein T28 HTC, ob der das gewesen ist oder der VK, ist es nicht klar. Der AT blockiert natürlich jetzt hier so ein bisschen... Oh, hallo? Ja, komm, ein Schuss geht schon. Komm schon. Schön. Der beachtet dich nicht. Der AT blockiert hier natürlich. Der hat das Problem, der braucht natürlich den Gegner frontal. Der hat keinen großen Richtwinkel. Dementsprechend ist es jetzt hier ein bisschen schwierig, sich jetzt hier mit dem HTC anzulegen.
Ja. Weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist. Die Arti macht zum Glück nur 12, aber der HTC ist auch auf Gold. Du musst in die kleinen MG-Ports schießen. Oder halt mit Gold in die Unterwanne. Aber das ist auch keine Garantie. Wenn der HTC sich richtig winkeln würde, hättest du auch in die Unterwanne keine Chance. Also, in die kleinen MG-Ports, da brauchst du auch keine Premium-Munition. Solange dir die zeigt, ist das auf jeden Fall easy going möglich. So, jetzt der VK. Ne, er will erstmal auf den Challenger. Da kommt er aber nicht ran. Der Challenger steht... Ich wollte gerade sagen, steht unten. What? Was für ein Kunstschuss. Wir sind bei 2 Kills und über 1000 Damage mittlerweile. Da wäre ich manchmal schon glücklich, wenn ich mit dem VTU sowas hätte. Ich bin den aber auch schon Ewigkeit nicht mehr gefahren. Also, wir haben ja damals Way to Tier 10 gemacht mit den tschechoslowakischen Medium-Panzern, als sie damals neu waren. Und der VTU war ein übelstes Hassobjekt. Das ist wie der Skoda T40. Das ist der Premium-6er. Der sieht im Grunde fast genauso aus und ist, finde ich, genauso anstrengend. So, Superhacker, aber da ist niemand mehr, der die spotten kann. Für die Superhacker brauchst du eigentlich kein APCR. Grundsätzlich im Top-Tier-Gefecht gegen den HTC habe ich es noch verstanden, aber jetzt hier only APCR rumzufahren, das muss nicht sein. Das muss nicht sein. So, wir sehen auch, die Sichtweite ist natürlich echt eingeschränkt. Obwohl der so einen übelsten Pickel oben drauf hat, ist er mit dem Turm nicht wirklich mit Sichtweite gesegnet. So, wir haben noch eine Artillerie. Es steht 9 zu 6. Wir sind bei 3 Kills. Ich bin gespannt, was hier noch passiert. Die Heavy Lane ist so ein bisschen am Rumdümpeln. Und, ja, er macht halt hier einfach nichts auf, weil... Wie auch mit der Sichtweite? Jetzt, im Grunde, wenn die Superhellkette jetzt irgendwo hier hinten steht, sich zurückgezogen hat und mit einem Scherenfernrohr spielt, outplayt die dich halt einfach hier. Der Stritzwagen 74. Aber anscheinend ist hier keiner. Also außer vielleicht die Artillerie. Da würde ich mir jetzt wünschen, dass du eine HE lädst, aber wird wohl nicht passieren. 44 Pen auf der HE, da kann man auf den, durch den Aufbau der M44 durchaus durchkommen und ein bisschen Spaß haben. Denn mit 240er Alpha wirst du die mit einem... Ah, da ist die Superhelke. Die kann man übrigens auch HE schießen. Ja, mit 240er Alpha wirst du die AT nicht mit einem Schuss rauskriegen. Ja, und das ist jetzt hier ein... Ah, der Schlitzwagen steht links von da hinten, aber der hat eine gute Kanone. Der hat eine gute Kanone. So, wir sind bei 4 Kills. 1700 Damage. Da darf man mittlerweile schon glücklich sein, wenn man das in dem VTU erzielt. So, und es fehlt immer noch die Artillerie. Und den Schrittwagen, du kriegst ihn nicht auf, er kriegt dich nicht auf, fahr einfach weiter. Obwohl, ja, der VK macht das für dich. So. Kriegst du den Kill? Och, die Nachladezeit, ey. Meine Herren, ey. So, Kill Nummer 5. Jetzt brauchen wir noch einen Kill. Dann sind wir bei 6 und wir haben die Top Gun. Da ist die Artillerie. Wie gesagt, ich würde mir jetzt wünschen, hier eine HE zu sehen, aber... Okay, Kill Nummer 6. Wir könnten noch die Redley holen. Wir haben noch einen Defender und wir haben noch den Burask. Und auch gegen den Burask würde ich mir wünschen, wenn du eine HE schießen würdest. Allein schon aus Prinzip... Wobei eine AP auch reichen würde. Der ist halt One-Shot. 231 Hitpoints hat er noch. Problematisch ist halt eher der Defender. Da würde ich mir seine, würde ich mir die, die APCR noch sparen. Also aufsparen. So, und jetzt haben wir die Freude, dass sich da zwei in den Cap stellen. Bei einem Stand von 13 zu 10. Der Defender hat noch 345 Hitpoints. Da ist der Buras. Der versucht jetzt hier den Decap zu... No! Okay, erster Schuss geht in die Kette, zweiter Schuss der Funker, da kriegst du noch Support und Kill, Kill, Kill. Oh, die Nachladezeit. Nein. Eieieiei, jetzt wird es tatsächlich nochmal spannend. Der Buras geht raus, damit ist die Redley Walters da hinten. Und jetzt heißt es nur noch, kriegen wir noch den Kill auf den Defender? Der Grommel fährt raus. Der Grommel fährt jetzt raus, weil er denkt, er kann noch was abfarmen. Ja gut, dann... Mit dem 50er Topspeed hinterher. Da ist der Defender. Oh, 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 oh. Da hast du aber jetzt Schwein gehabt. Der Schuss hat ganz schön verzogen. Und wenn der weg, also wenn der Schuss daneben gegangen wäre, dann hätte höchstwahrscheinlich der Defender jetzt gesagt, vielen, vielen Dank dafür.
Und nun kann man natürlich sagen, hey, die Runde war jetzt irgendwie nichts Besonderes, rein vom Gameplay und vom Spannungsbogen stimmt das. Aber man muss tatsächlich auch auf der anderen Seite sagen, dass wenn man so eine Runde mit dem TVP-VTU gespielt hat, dann kann man sich schon glücklich schätzen. Das waren Panzerass, die Top Gun für mindestens 6 Kills, 2895 Schadenspunkte, was gut ist, ja, also keine Frage. So viel Damage in einem Achter ist immer gut. 7 Kills dazu noch obendrauf, ist dann umso besser. Aber dass man mit 1135 Basiserfahrungspunkten das Panzerass auf diesem Fahrzeug bekommt, zeigt jetzt nicht unbedingt, dass das Fahrzeug besonders gut gefahren wird und spricht höchstwahrscheinlich dafür, dass das Fahrzeug tendenziell ganz schön scheiße ist. Insgesamt hätte ich mir aber hier trotzdem gewünscht, dass ein bisschen weniger APCR dabei gewesen wäre. Gegen den HTC, klar, dann die Unterwanne in dem Winkel geht. Wenn der HTC aber richtig dasteht, hast du eigentlich nur eine Chance, gegen die MG-Ports Damage zu machen. Dementsprechend gibt es ja auch ein fettes Minus von 52.000 Credits. Gegen den Buras, gegen die Arti, gegen die Super Hellcat, da hätte man durchaus auch HE schießen können. Das ist dann immer relativ lustig gegen solche Fahrzeuge. Und dann spart man tatsächlich auch Credits. 470 geblockt an der Panzerung. Das ist bei dem Fahrzeug echt überraschend. 292 Support und insgesamt 1703 Erfahrungspunkte. Weiter geht es in der zweiten Runde, gespielt von Heimdall. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. In seinem CS-52 Liss. Und das ist der Tier 8 Premium Medium bei den Polen. Und er ist hier in einer Low-Tier-Runde gegen Tier 9 auf Geisterstadt. Und ich bin gespannt, was er uns hier zeigen wird. Der Liss war, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch im Adventskalender. Hat da auch von euch ganz gutes Feedback bekommen. Und das ist ein echt guter Allround-Medium. Der bringt Panzerung mit, der bringt auch hinreichende Mobilität mit. Und der bringt auch eine Kanone mit, die durchaus austeilen kann. Und das ist wieder das Thema, was ich in der ersten Runde schon angesprochen habe. Da sind wir beim Thema Alpha. Die Kanone hat einen 320er Alpha. Ich will den Panzer damit nicht OP reden, um Gottes Willen, aber er ist halt, der Liss ist ein perfektes Beispiel für den Trend, auch den Alpha-Schaden im Medium-Bereich in den letzten Jahren im Durchschnitt nach oben zu treiben. Denn, wie gesagt, er ist nicht der einzige Kollege, der da mit so einem Alpha daherkommt. Klar, jetzt könnte man immer sagen, der Kampfpanzer, er hat aber nur 200 Alpha. Ja, das ist halt ein Ausreißer und ein Einzelbeispiel beweist jetzt noch nicht die Gesamtheit, wie man so prinzipiell sagen könnte, aber es gibt genug andere Mediums auch im Achterbereich, die in den letzten Jahren einen deutlich höheren Alpha, mit einem höheren Alpha als dieses 240er Geplänke ins Spiel eingeführt worden. Es ist eine 10-5er, 208 Durchschlag auf der AP, 252 auf der APCR, Alpha wie gesagt 320, 53 Pen auf der HE, 420 Alpha auf der HE, wenn sie durchschlägt, 0,36 die Genauigkeit, 2,3 Sekunden die Einzelzeit. Das ist nicht die präziseste Kanone, das ist auch nicht unbedingt die Aufgabe des Panzers, aber die Softstats sind so gesehen auch relativ gut. Also das Fadenkreuz geht in der Bewegung nicht so weit auf. Nachladezeit 9,6 Sekunden Stock. Wow, und er... Oh, hallo Skoda. Au. Ja, da sind wir beim Alpha-Thema. Skoda T56. Und jetzt wird hier übelst reingepusht schon. Hallo Caliban. Na, er sucht da jetzt den Punkt, wo er durchschlagen kann, ja. Oh, 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 das sieht aber jetzt hier schon, das sieht schon nicht so gut aus. So, da geht der Garde raus. Da steht immer noch der Kalib... Oh, da kommt der nächste. Leo, Leo, schieß den Leo an. Mhm. Aber er sammelt hier gut Spot. 2000 die DPM. Hallo, Leo. Schön. Also er ist der Einzige, der jetzt hier spotten kann. Dementsprechend sammelt er hier echt gut Spot-Damage. 50er Topspeed, 20 rückwärts, Leistungsgewicht ist auch in Ordnung. Mit 19,69 PS pro Tonne. Die 50er Topspeed kann er auch hier auf harten und mittleren Böden halten. Auf weichen Böden sind es dann... Oh, schöner Schuss da in die Su. Auf weichen Böden sind es bloß noch 44,9, aber auch das ist in Ordnung. 7 Grad Gun Depression, 380 Meter Sichtweite, 1300 Hitpoints. Und der Turm kann durchaus was bouncen, wenn man vielleicht nicht unbedingt gegen 10er kämpft. Aber gegen Achter und darunter ist der Turm recht zuverlässig. So, ich würde jetzt hier einfach mal stehen bleiben. Der Gegner sieht so aus, als ob er hier immer weiter vorpusht. Und er kriegt hier
echt wunderbaren Spot jetzt. Und weiter vorne an der Ecke zu stehen, bringt nichts, weil da kann er, kriegt er halt keinen Support mehr. Deswegen lasst die Gegner ruhig kommen. Da hinten steht ein Charioteer, da steht ein Objekt 263, da steht eine Su 130 PM. Und die haben ihm hier schon 4700 Spot gebracht und anscheinend hat der Gegner keinen Bock mehr. Und jetzt versucht er hier selber mal den Spot zu machen oder den in die Vorwärtsbewegung will ich gar nicht sagen, aber das Problem ist jetzt, oder was heißt jetzt, das Problem prinzipiell ist, er kann davon jetzt nicht wirklich profitieren, obwohl der Leopard PDA unten vielleicht, es gibt keine Artillerie, die ihm hier irgendwie helfen könnte oder die auch ihn beschießen könnte. Und wenn er jetzt hier vorne steht, verhindert er natürlich, dass der Gegner hier nochmal hochkommt. Warum soll der Gegner hochkommen, wenn sie sich hier gegenseitig in den Proxy-Spot packen? So, die 450 auf den Skoda kriegt er nicht. Das war wohl der andere Skoda aus der Mitte. Die 75 hier auch nicht. Jetzt ist es nur noch der STR-1. Also der Gegner hat es im Prinzip ganz gut gemacht. Er hat hier sehr aggressiv gespielt und ist dann aber so ein bisschen ausgekontert worden von Heimdall, der den Spot geliefert hat. Und von den drei TDs, die halt einfach am Backup standen und ihm da auch gut unterstützen konnten. Natürlich, wenn er Pech gehabt hätte und die TDs hätten alle nicht getroffen, dann wäre er auch relativ schnell raus gewesen. Aber hätte, hätte Fahrradkette. Es hätte am Ende hier wunderbar funktioniert. Und er hat hier wirklich einen guten Spot geliefert. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie es hier noch weitergeht. STR-1 hat noch 900 Hitpoints. Oder fast 970. So, da fehlt noch eine Su 130. Jetzt muss er aufpassen, dass er nicht in den gleichen Fehler läuft, wie die Gegner das gemacht haben, denn er pusht natürlich jetzt hier den STR-1 und die Su 130 PM kann durchaus da oben auf dem Camperhügel stehen. Das hätte jetzt auch böse ausgehen können, dass er jetzt hier schon One-Shot wird oder ist. So, kriegt er den Kill? Kriegt er den Kill? Nein, er kriegt den Kill nicht. Schade. Da schnappt sich der G-Saw den Kill auf den STR-1 weg. So, und jetzt ist die Frage, wo steht die 130 PM? Die war noch nicht gespottet. Alle anderen Fahrzeuge waren schon mal offen. Und ja, wir sehen schon, er hat die Sichtweite jetzt nicht ausgemaxt. Und die Su 130 hat natürlich eine gute Sichtweite. Er lädt jetzt schon mal HE, das finde ich nett. Das mag ich. Ma, gibt es den Blindshot da in den Busch rein? Na? Ja, da stand sie schon mal nicht. Und er geht aber auch nicht dabei auf. Ah, sie steht weiter hinten. Das heißt, jetzt einfach Gas geben und ranfahren. Oder jetzt mal eine APCR laden und gucken, dass man hier auf den VK oder das 703 in die Mitte wirken kann. Das wäre auch eine Variante. Na, er lädt die AP wieder. Die Frage ist, in welche Richtung der VK zum Beispiel guckt. Aber er kann dann hier gleich eigentlich einen guten Schuss rechts in die Stadt. Rechts in die Stadt, na klar, rechts in die Stadt. Sehr schön. Aber nimmt er die Seite vom Liberté. Na, jetzt wartet er auf die Seite vom VK. Geht natürlich auch, nice. Ich finde es übrigens interessant, wie du zielst. Nicht über die Richtschützenansicht, sondern halt über die Hüfte. Das kann gut gehen, aber nutzt doch lieber die Richtschützenperspektive. So, VK geht raus. Jetzt ist die Frage, Liberté und 7-0. Nein, der spottet ihn nochmal. Der Liberté bounce. Ja, okay. So ein Pseudoschuss in die Richtung. Ich halte mal in deine Richtung, ja. Jetzt ist die Frage, es steht 10-10. Die Runde ist so ein bisschen auf der Kippe. Ich frage mich, ob es der VK war, kurz bevor er gestorben ist, der ihn da noch gespottet hat. Oder wer da den Spot geliefert hat. Das ist mir jetzt nicht so ganz klar. Oder die Suche steht jetzt oben im Busch drin, wobei er hätte jetzt schon einen Schuss bekommen, denke ich mal. Er ist jetzt hier hinten rumgefahren. Kann er von hier... Ja, hallöchen. What? Wie kann man denn an dem... Okay, jetzt lädt er wieder HE. Wie kann man denn da an dem Borsig nicht durchkommen? So, HE ist geladen. Hallo? Hallo? Jetzt ist er natürlich weggefahren. Schade. Ich glaube nicht, dass er da noch steht. Der wäre jetzt aufgegangen, schätze ich mal. Oder du wärst offen. Na, ja, nice. Schöner Schuss mit HE in den Aufbau, in das Blech obendrauf. Also in quasi den Turm vom Rheinmetall-Borsig-Waffenträger. Sowas schmeckt immer richtig, richtig gut. Aber es fehlen noch so ein bisschen die Kills. Gibt es vielleicht auch einen Kill auf den Borsig oder einen Kill auf die Su? So, nochmal mit HE. Hallöchen. Hallo. Ich glaube, die Su 130 hat keinen Bock mehr. So, und eigentlich... Ich würde jetzt einfach ranfahren. Ich würde jetzt ganz links an der Karte mich ranroppen. Und würde einfach... gucken, was passiert. Was macht er jetzt? Achso, er...
Er fragt nach Hilfe beim Chizor. Ja, der Chizor, der ist natürlich noch Full HP. Der könnte da ruhig mal ranfahren. Wenigstens den Spot machen. Dann würde er höchstwahrscheinlich mitfahren. Jetzt fährt der Chizor. Ich bin gespannt. Kommt da nochmal die Su oder sind sie abgehauen? Wir haben übrigens noch einen 704, was irgendwo steht. Was ist das jetzt für ein tolles Replay-Feature? Habe ich auch noch nie gesehen. Zoom, zoom. Lol. Also manchmal sind die Replay-Bugs immer noch lustig. Und das 704 ist in der Stadt. Los jetzt, ran hier. Ran hier. Es steht 11 zu 11. Jetzt muss was passieren. Denn ansonsten haben die in der Stadt dann gleich die Oberhand. Und der Chizor mit einem voll nachgeladenen Clip kann natürlich auch gut was machen. So, Hallöchen. Ist jemand zu Hause noch oder seid ihr abgehauen? Ist jemand zu Hause? Ist jemand zu Hause? Ich glaube nicht, dass jemand zu Hause ist. Ich glaube ja, die sind weg. Also wenn da jetzt rechts jemand stehen würde, dann hätte der Chizor das jetzt Proxy aufgemacht. Ja, Chizor, du bist ein Schlauer. Fahr weiter, Chizor. Weil wenn du dort stehst, kannst du getroffen werden. Ich vermute, dass irgendwo hinten bei A7 oder so jetzt der Borsig und oder die Su steht mit einem Scherenfernrohr. Es wird wohl die Su sein. Der Borsig, wo steht denn der? Da ist das 704, das geht raus. Sehr schön. Das Problem hier mit der eingeschränkten Sichtweite, die Su oder den Borsig, der Borsig ist halt offen, aber die Su zu spotten, das wird schwierig. Der PTA versucht es jetzt von der anderen Seite. Der hat endlich seinen Vorwärtsgang gefunden. Da ist das 703. What? Und da ist die Su. Oh, jetzt muss er... Noch die letzte HE in die Su? Komm schon. Nee, er will... Ah, es ist eh auf AP. Er will jetzt die Su haben. Ja, die ist im One-Shot. Oh, komm, Glück. Ah, schade. So, jetzt drauf. Drauf auf die Su, sonst klaut dir der PDA den Kill. Oder jetzt Glücksschuss? Nein. Oh, da hättest du besser zielen müssen. Ah, oh, da hättest du besser zielen müssen. Schade, das war am Ende hier so ein bisschen unglücklich. Natürlich aufgrund der, ja, Hitpoints, sage ich mal, vielleicht eine Ecke zu vorsichtig gespielt, ich weiß nicht, aber da wäre, glaube ich, noch mehr drinne gewesen. Und ich glaube, die Zaghaftigkeit, kann man das so sagen, das Zögern oder das etwas übervorsichtige Spielen hier am Ende kostet ihm das Panzerass. Er bekommt hier eine erste Klasse, eine elfte Klasse, alter, oh Herr, meine Fresse, den Speer, den Unterstützer und den Patrol Duty da für den Spot, den er da am Anfang echt gut gemacht hat und wo ihn wirklich seine TDs super unterstützt haben. 2123 Schadenspunkte, da wäre wie gesagt noch mehr drin gewesen, leider nur ein Kill. 1295 Basiserfahrungspunkte. Und jetzt denken wir mal kurz an die erste Runde zurück. Da gab es für weniger XP ein Panzerass. Und hier gibt es für fast 1300 XP noch nicht mal das Panzerass. Also ihr seht schon, in welche Richtung das hier geht. Der CS-52-List dürfte dann wohl insgesamt etwas besser eingeordnet werden als der VTU. Damit ist er auch der Beste aus seinem Team. Vom Schaden her auf Platz 2. Es war ein bisschen APCR dabei. Mit den ganzen Boni hier, die es so gibt immer noch, sind es hier 180.000 aus der Runde an Credits raus. 4,9 Spot, das ist schon mal eine richtig krasse Ansage. Und insgesamt 9.909 Erfahrungspunkte. Was sagt ihr zu den beiden Runden? Was sagt ihr zum VTU? Was sagt ihr zu dem Trend, dass auch der Alpha-Schaden anscheinend im Medium-Bereich über die letzten Jahre immer weiter angestiegen ist? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Namen nicht genannt sind das Carbine, Kirtano, Kulle, Gorwin und Game One Fan. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer O'Hare.